Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial von Meine Backbox. Wir zaubern heute eine Wickeltorte mit Herzdekor. Mit den kleinen Herzchen ist die Torte von außen schon ein echter Hingucker. Und beim Anschnitt sorgt sie durch die Wickeltechnik dann nochmal für einen weiteren Wow-Effekt bei deinen Liebsten. Aus der Box brauchst du dazu das Küchle Biscuit Perfect, Pistazienpudding von Komet Pöhle, Glück passiert aus Erdbeeren, die natürliche Pulverfarbe Magenta von Eat a Rainbow und Kornblumenblüten von Rosi Rose. Zuerst bereiten wir die Dekormasse für die Herzen im Biskuit zu. Dazu benötigst du Puderzucker, den du zuerst mit weicher Butter verrührst. Dann etwas Eiweiß zugeben, ca. 15 Gramm. Zuletzt noch Mehl und etwas Pulverfarbe unterrühren, bis eine homogene, kräftig pinke Masse entsteht. Die Dekormasse in einen Spritzbeutel füllen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech dann Herzen zeichnen. Dafür am besten die Herzschablone verwenden. Die Schablone entfernen und im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze für 3 Minuten vorbacken. Aus dem Ofen nehmen und die Temperatur auf 220 Grad erhöhen. Für die Biskuitmasse brauchst du Zucker und Vanillezucker, Speisestärke vermischt mit Mehl, einem leicht gehäuften Teelöffel Backpulver und einer Prise Salz sowie Biskuit Perfect, Eier und kaltes Wasser. Gib die Eier, das Wasser, die Zucker und das Biskuit Perfect in die Rührschüssel. Schlage alles für 5 Minuten kräftig auf, sodass es eine schaumige, voluminöse Masse wird. Danach die Mehlmischung über die Eiermasse sieden und vorsichtig unterheben. Den Teig auf das Backblech geben und vorsichtig verstreichen. Für 8 bis 10 Minuten backen, bis der Biskuit goldgelb ist. Den noch heißen Biskuit auf ein mit etwas Zucker bestreutem Geschirrtuch stürzen. Damit sich das Backpapier gut löst, dieses mit kaltem Wasser bepinseln und nach 20 bis 30 Sekunden vorsichtig abziehen. Den Biskuit herumdrehen, sodass die Herzseite auf dem Zucker liegt. Noch warm von der schmalen Seite her im Tuch einrollen. Bei Zimmertemperatur komplett auskühlen lassen. Für den Pistazienpudding brauchst du Milch sowie Zucker vermischt mit Puddingpulver. Gib die Milch in einen Topf. 5 Esslöffel davon mit dem Puddingpulver verrühren. Übrige Milch im Topf zum Kochen bringen. Den Topf dann vom Herd nehmen und das angerührte Pulver einrühren. Unter ständigem Rühren nochmal aufkochen. Mit Frischhaltefolie abgedeckt erkalten lassen, am besten im Kühlschrank. Den erkalteten Biskuit aufwickeln. Sollte er auf der Innenfläche etwas reißen, ist das nicht schlimm.
Dann für die Buttercreme weiche Butter für einige Minuten kräftig aufschlagen, bis sie hellcremig ist. Den erkalteten Pudding löffelweise zugeben und weiter kräftig aufschlagen, bis eine homogene Masse entsteht. Wenn die Masse etwas krisselig wird, einfach weiter aufschlagen. Das kann gerne auch mal 10 Minuten dauern. Circa 120 Gramm der Creme in einen Spritzbeutel füllen und diesen zur Seite legen. Die restliche Creme dann auf dem Biskuit verstreichen und darauf achten, dass sie überall gleichmäßig verteilt ist. Auf der Creme danach die Erdbeermarmelade verteilen. Mit einem scharfen, heißen Messer die Ränder begradigen. Der Länge nach in 4 gleich hohe Streifen schneiden, ca. 7 cm hoch. Die Streifen müssen wirklich gerade sein, daher zeichne ich mir hier die 7 cm mehrfach an, um eine gerade Linie schneiden zu können. Nach jedem Schnitt das Messer wieder reinigen, damit die Schnittkanten sauber bleiben. Einen Streifen ohne Herzen eng einwickeln. Am Anfang des Streifens am besten etwas Creme entfernen. An das Ende des ersten eingewickelten Streifens den nächsten dann anlegen und umwickeln. Auf eine Tortenplatte stellen. Die eingewickelten Streifen nochmal etwas aneinander drücken. Sollte die Creme beim Wickeln etwas zu weich gewesen sein und sich oben herausgedrückt haben, kannst du sie einfach der Spirale folgend mit einer heißen Palette oder einem heißen Messer abschneiden. Dann die Streifen mit Herzen weiter umwickeln. Alle Streifen schön eng anlegen. Auch hier gegebenenfalls nochmal sauber oben abschneiden. Am oberen Rand der Torte rundherum kleine Tupfen aufspritzen. Zum Schluss dann nur noch die Tupfen oben mit den Kornblumenblüten verzieren. Und mit der Torte deine Liebsten verzaubern. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Mitbacken. Hinterlass uns doch einen Kommentar, wie dir das Rezept gefallen hat und abonniere unseren Kanal, damit du kein Rezept mehr verpasst. Bis dann, tschüss!